Klimaschutz geht uns alle an. Wir haben schon seit 2 Jahren den Klimaschutzplan und da haben wir ganz genaue Ziele festgelegt für die einzelnen Sektoren, also für den Verkehr, für den Gebäudebereich, für die Energie. Und jetzt werden wir den nächsten Schritt gehen und werden ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, damit es auch wirklich festgelegt ist, wie wir die Ziele erreichen. Ich glaube, dass das große Potenzial ist, international zu zeigen, dass man wettbewerbsfähig sein kann und eben Klimaschutz machen kann, dass man das verbinden kann, dass das ein Innovationstreiber ist, der Unternehmen wirklich nach vorne geht. Die Klimaschutzunternehmen der Exzellenzinitiative haben ganz unterschiedliche Beispiele, wie sie den Klimaschutz voranbringen. Zum Beispiel durch ein betriebliches Umweltmanagement, durch eine Veränderung in den Stoffströmen, die sie haben, durch ein Wärmemanagement, was sie nach vorne bringen. Also da gibt es ein enormes Spektrum und eine enorme Kreativität. In der deutschlandweiten Aktionswoche vom 26. November bis 2. Dezember, da kann man sich die Pioniere, die Klimaschutzunternehmen der Exzellenzinitiativen ansehen. Da sieht man die Vorreiter, zum Beispiel in Workshops, in Fachvorträgen, in Mitarbeiteraktionen, kann man sich ganz konkret vor Ort informieren. Und ich kann nur allen empfehlen, da mitzumachen, das lohnt sich wirklich. Werden auch Sie Klimaschutzunternehmen?